Sendung Geld. Mit freundlicher Unterstützung von der Helvetia. Einfach, klar, Helvetia. Und Swisscanto Invest bei Zürcher Kantonalbank. Teilhabe an 100% Swiss-Made Asset Management. Willkommen beim Geld, einen guten Abend. Nie sonst haben die meisten Schweizerinnen und Schweizer so viel Geld gespart wie in der Altersvorsorge. Wenn dann aber all die Vorsorgegelder aus der Pensionskasse oder der dritten Säule zur Auszahlung gelangen, verschreckend viele. Sie müssen nämlich höhere Beträge am Steueramt abliefern. Wer bei der Pensionierung sein Vorsorgeguthaben, das er oder sie angespart hat, als Kapital bezieht, muss das Geld bei der Auszahlung das erste Mal versteuern. Immerhin erfolgt die Besteuerung separat vom übrigen Einkommen und zum reduzierten Satz. Wer hingegen die Rente bezieht, bekommt direkt bei der Pensionierung keine Rechnung vom Steueramt, muss aber dafür bis ans Lebensende jeweils die bezogene Rente jährlich wie vorher den Lohn als Einkommen versteuern. Im Geld zeigen wir heute, was genau bei der Altersvorsorge wie besteuert wird und wie man dank frühzeitiger Planung dafür sorgen kann, dass man bei der Pensionierung einen Fiskus deutlich weniger muss abliefern. Ich begrüsse jetzt Hans-Peter Koch, Generalagent bei der Helvetia Baden. Ja, wir haben es gehört, wenn man bei der Pensionskasse die Rente bezieht, muss man das dann jährlich versteuern. Kapitalbezug hingegen nur einmalig, zu einem tieferen Satz. Welche Variante ist dann unter dem Strich, wenn man das ein bisschen ausrechnet, steuerlich die besser? Ja, da kann man eine klare Antwort geben. Der einmalige Bezug aus der Pensionskasse ist gegenüber dem lebenslänglichen Rentenbezug von den Steuern her gesehen klar begünstigt. Was sicher auch noch darauf ankommt, was habe ich sonst noch für Einkommen zusätzlich zu der Rente und dann auch noch die Steuerprogression im Steuerkanton. Also je nachdem fällt eben der Unterschied grösser oder kleiner aus. Häufig wird aber auch eine Mischform gewählt, dass ich einen Teil als Kapital beziehe und einen Teil in Rentenform. Auf jeden Fall ist das mit einem Pensionsplanungsexperten gut anzuschauen. Bei der Pensionskasse unter dritten Säule zahlt man weniger Steuern, wenn man eben die Gelder gestaffelt bezieht, nicht alles gerade miteinander. Wie ist das genau möglich? Ja, grundsätzlich kann ich ja 3a-Gelder und Pensionskassengelder frühestens 5 Jahre vor der ordentlichen Pensionierung, also Mann mit 60, Frau mit 59, oder wenn ich länger weiter schaffe, längstens bis 70, Frau bis 69 beziehe. Also innerhalb von diesen 10 Jahren habe ich die Möglichkeit, die Gelder aus der PK oder aus der Säule 3a gestaffelt zu beziehen. Das bedingt auch wieder eine gute Planung, dass ich das verteilen kann und damit Progression vom Kanton, wo ich Steuern zahlen kann, brechen. Was für weitere Möglichkeiten hat man, damit man, wenn man eben Gelder aus der Pensionskasse beispielsweise bezieht, eben nicht zu viel am Fiskus muss abliefern? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich werde vielleicht 2 erwähnen. Das eine ist die berühmte Wohneigentumsförderung, also dass ich kann zu einem x-beliebigen Zeitpunkt Geld aus der Pensionskasse rausnehmen für selbstbewohntes Eigentum, wenn ich eine Wohnung kaufe oder ein Haus baue. Und die andere Möglichkeit ist eine Teilpensionierung. Wenn ich ab 60 zum Beispiel sage, ich arbeite jetzt noch 80% und mit 63 vielleicht 50%, und dann kann ich anteilmässig das Kapital aus der PK rausnehmen und damit Progression brechen. Egal, ob man bei der Pensionskasse die Rente oder das Kapital bezieht, zur Kasse beten wird man vom Fiskus auch bei der Säule 3a. Bei der steuerbegünstigten Säule 3a profitiert man zwar noch im Erwerbsleben von erheblichen Steuerabzügen, weil man die Zahlungen bis zum Maximalbetrag im Folgejahr darf in der Steuererklärung in Abzug bringen. So zahlt man während dem Erwerbsleben weniger Steuern. Beim Bezug, bei der Pensionierung, wird so über Jahre angesparte dritte Säulengeld aber besteuert, wobei auch da Besteuerung separat vom übrigen Einkommen und mit einem tieferen Satz erfolgt. Ja, viele fragen sich, wie viele verschiedene dritte Säulenkonti darf man eigentlich haben, wenn man eben das Ziel hat, dass man am Schluss einen gestaffelten Bezug auch bei der dritten Säule vornehmen will. Ja, das ist ganz eine gute und wichtige Frage. Grundsätzlich gibt es keine Beschränkung von der Anzahl Konti oder Policen in der Säule 3a, die ich kann führen kann. Wie viel Sinn das macht, das ist eine andere Frage. Weil bei vielen Kantonen von Progression relativ weit oben an. Also ich muss einen höheren Betrag die Einzelauszahlung hat, damit die Progression auch greift und das Verteilen sich auch lohnt. Zudem können natürlich viele so Konti oder einzelne Policen einerseits Gebühren
Verwaltungskosten generieren, andererseits kann die Rendite am einen oder anderen nur einmal darunter leiden. Also ich würde so sagen, im Normalfall 2 bis 3 Vorsorgekonten oder Policen ist so sinnvoll im Normalfall. Das haben wir gesehen, auch der Bezug eben von der dritten Säule wird dann besteuert, aber lohnt sich, wenn man das mal ein bisschen dann anschaut, die dritte Säule am Schluss, auch wenn man am Schluss beim Bezug noch mal zusätzliche Steuern muss zahlen, lohnt sich das unter dem Strich? Also da kann man auch ganz klare Antwort geben, ja, es lohnt sich. Ich mache Ihnen ein ganz kleines Beispiel. Wenn ich im Kanton Aargau wohnhaft bin, verheiratet, könnte ich im Maximum 6'883 pro Jahr einzahlen in die Säule 3, ja. 30 Jahre lang 5'000 Franken einzahlen, 150'000, nehmen wir noch ein bisschen Lizenz dazu, was fast keine mehr geht, 160'000 Franken Kapital, das ich anspare, dann spare ich Einkommensteuer 30'000 Franken und bei der Auszahlung von diesen 160'000 zahle ich 8'000 als Steuern zurück. Das heisst, unter dem Strich 22'000 bleiben auf meiner Seite. Gut. Was für weitere Steuersparmöglichkeiten gibt es, wenn wir jetzt gerade an den Bezug von der dritten Säule denken, kurz vor der Pensionierung? Gut, was man einfach noch muss beachten muss, ist, dass keine Vermögenssteuer anfällt. Also weder in der dritten Säule noch mit den Pensionskassengeldern. Klar, wenn es nachher ausgezahlt wird, habe ich das wieder im Vermögen. Zudem sind Zinserträge oder auch Kapitalgewinn in der Säule 3a wie auch in den Pensionskassengeldern ebenfalls steuerfrei. Danke vielmals für die Einschätzungen, Hans-Peter Koch. Danke vielmals. Wenn man jedes Jahr über die Pensionskasse raus freiwillig einen bestimmten Betrag für seine Altersvorsorge in der dritten Säule auf die Seite legt, kann man über längere Zeit hinweg einiges ansparen. Noch mehr wird aus dem Geld aber, wenn man seinen Sparbatzen nicht einfach praktisch ohne Zinsen auf dem Konto liegen lässt, sondern in Vorsorgefonds investiert. Dank dem Zinseszins hat man die Chance, so deutlich mehr aus seinem Vorsorgegeld herauszuholen. Auf was muss man bei Vorsorgefonds achten? Welche Strategien sind im aktuellen Negativzinsumfeld sinnvoll? Und wie schnell zum Risiken? Antworten und Tipps sehen Sie das nächste Mal wieder hier bei uns im Geld. Einen erholsamen Abend und ein gutes Wochenende. Sendung Geld. Mit freundlicher Unterstützung von der Helvetia. Einfach, klar, Helvetia. Und Swisscanto Invest bei Zürcher Kantonalbank. Teilhabe an 100% Swissmade Asset Management.